Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Conan Exiles. So, nach unserer wochenendlichen Ausflugsreise, wöchentlichen, bin ich wieder zurückgelatscht. Da habe ich euch den Weg erspart. Den kennen wir ja schon, immer am Fluss entlang. So, und unser heutiges Ziel, also mein heutiges Ziel, ist es, einen Fahrstuhl zu bauen. Und zwar genau dorthin. Dafür werden wir jetzt erstmal den Fahrstuhl freischalten. Quatsch. Was mache ich denn nur? Ach ja, hier kommen ja auch schon wieder was. Ich hau mal das hier drauf. Jetzt sind wir beim zweiten Punkt angelangt. Beim dritten haben wir ja diese wilde Vitalität. Du erhältst passive Gesundheitsregeneration freigeschalten. Kostet allerdings jetzt schon 5. Ich weiß gar nicht mehr, wie man das da machen soll. Wir hauen mal hier noch bei der Belastung. Da sind wir hier auch. Okay. Dann sind wir hier auch bei dem zweiten Punkt. Ich weiß, ich sollte eigentlich mehr in Stärke und Beweglichkeit gehen. Machen wir dann als nächstes, ne? Die Talente zurücksetzen, das will ich jetzt einfach noch nicht. Ich bin so eigentlich recht zufrieden. Gut, das hätte ich mir vielleicht ein bisschen sparen sollen mit der Präzision. Stehvermögen, bestimmt die maximale Ausdauer finde ich auch okay. Und diesen Perk eigentlich auch. Heißt das überhaupt Perk? Keine Ahnung. So, nochmal vielen Dank an Taxi Gurke und Gunter Meier für dieses lustige Abenteuer. Ja, sorry nochmal, irgendwas ist da beim Rendern schief gelaufen. Auf einmal waren da 2 Minuten Pause. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Und dann wollte ich das Video besonders schön machen mit diesem Anfang. Und irgendwie ist es bei diesem Renderprogramm so, dass wenn ich da einen Clip erstelle, der ist ja irgendwann vom Ende des Videos, so gut wie. Und hab den dann vor das eigentliche Video gesetzt und auf einmal hat man da so Tonkratzer drin. Keine Ahnung, was da los ist, warum das so ist, wie man das behebt. Ich habe da schon mehrmals rumgefummelt und es ging einfach nichts. Ja, hätte ich es mal am Ende so gelassen. Gut, so viel dazu. Nächstes Wochenende gehen wir in die Abschaumtiefen. Die sind wohl ein bisschen leichter, die habe ich jetzt schon im Multiplayer gemacht. Wir quatschen jetzt nicht lange, sondern schalten endlich den Fahrstuhl frei. Wer mit dabei sein will, unter meinen Videos steht immer die Discord-Adresse, meldet euch dort einfach und dann geht's los. Also, Aufzug. Da haben wir den schalten wir frei, den vertikalen, ne? Und den horizontalen haben wir dann. So, freischalten. Dann wollten wir doch gleich nochmal wegen dem Herd gucken. Herd. Da ist er, den schalten wir auch mal frei. Die Frage ist, wo wird denn der? Jetzt haben wir hier noch Feuerstelle. Meisterkoch. Wow. Auch in der. Besser der Herd. Ah. Okay. Guck mal kurz, wo man denn den Herd herstellt. Hier. Zeptherd. 150 Stein, 7 Eisenverstärkung. So was haben wir eigentlich. Den können wir ja gleich bauen. Wo wir uns an den Fahrstuhl machen. Eisenverstärkung sind hinten Beutel immer noch. Wie viel waren es jetzt? Hast du ja wieder nicht gemerkt, ne? So ist er, unser Beutel. 7. Mensch. 7. So, zack. Okay. Ja, und beim nächsten Mal läuft das auch dann alles ein bisschen strukturierter ab. Wir sind da ein bisschen unvorbereitet rein in die Geschichte. Ah. So ist das halt manchmal. Meine Streams sind meistens chaotisch. Ich bin nicht überlastet. Das ist mir bewusst. Und dann bauen wir den Herd. Coole Sache das. Wir brauchen ein bisschen, aber kein Problem. Trinken wir in der Zeit einen Schluck D. Ah. Wunderbärle. So, dann brauchen wir den Fahrstuhl. Den müssen wir, glaube ich, in der normalen Werkbank oder in der eines Zimmermanns bauen. Mal gleich mal gucken, was der braucht. Halt. Mal nach vorn. Hier, horizontaler Aufzug. Eisenbahnhammer, Zwirn. Form des Holz und Zwirn. Ja, das haben wir doch. Holz. Zwirn ist. Gut. Irgendwo haben wir auch genug Zwirn. Guck mal, hier drinnen. Ja. Nehmen wir das hier rüber. Packen das hier rein. Und stellen den Aufzug her. Läuft. Packen wir die Steine wieder raus. Setzen den Herd. Ist der Herd fertig? Jo, da ist er. Alles klar.
Müssen wir da jetzt... Ich würde da rein optisch... Ach so, das ist scheiße. So von der Optik her hätte ich ja gern die Kochstelle auch noch gelassen. Pass auf, wir setzen das so hin, nehmen diese Kiste hier weg. Zurück ins Inventar und setzen jetzt hier den Herd hin. Herd? Wir müssen uns dann noch langsam auf die Purge vorbereiten. Die kommt nämlich. Die haben uns bald entdeckt. So, zack. Ach, das sieht doch gut aus. Da haben wir doch noch. Die Frage ist, wie rum? So rum, ne? Suchen wir uns dann mal noch einen hochrangigen Koch. Ich habe hier mal einen Nebenkoch getroffen, ne? Können wir auch jetzt die Kiste wieder hier hinpacken. Aber den habe ich leider getötet. So, pack das hier wieder rein. Das gereinigte Wasser, Feuerwasser, was nicht gut in der Wüste ist. Gekochtes Schwein. Nicht schlecht. Wie lange ist denn der Kack noch haltbar? Müssen wir gleich mal gucken. Haben die eine Verfallszeit? Nee, das ist nur eine Zutat. Die läuft ab in... Ja, haben wir noch ein bisschen. Die zu, das ist auch... Das läuft alles nicht ab. Das läuft auch nicht ab. Und das 100-jährige Ei, naja. Das hält 100 Jahre, ne? Obwohl, wartet mal. Ich setze immer noch ein Stück hinter. Der Optiker, wisst ihr? Dass es schön aussieht bei uns zu Hause. Na perfekto, perfekto. Das gefällt mir. Haben wir hier so eine... Da kann ja der Typ drin bleiben. Dann suchen wir uns mal noch einen schönen Koch. Stufe 3. Oh, guckt mal, was wir jetzt hier alles... Was ist denn das Rezept? Eye Surprise. Brauchen wir Wundsekret, Salz, Salz. Ah ja, Salz konnten wir herstellen in dieser Mühle, ne? Ah, da brauchen wir diesen Kopf. Das ist ja super, das ist ja super. Wir sollten aber mal gucken, was hier alles... Sie ist heiß und macht satt. Chili nach Wüstenart. Dafür brauchen wir... da brauchen wir ganz schön viele Gewürze. Kann man denn sowas auch theoretisch anbauen im... Beet? Das wäre mal eine gute Frage. Wollen wir eigentlich mal... Ach, diese hässliche Scheiße hier. Naja gut, wir lassen es einfach stehen. Wir gucken mal, ob denn ein Tier fertig ist. Da drin ist ein Bär. Und ein Wolf. Da sind beide fertig und produzieren schön Kot. Wahnsinn. Dann nehmen wir die beide mal raus. Den Wolf gleich hier unten hin. Warum will er nicht? Ich bin überlastet. So, dann nehme ich mir doch mal meinen Namenszettel meiner Community, wenn ich sie denn finde. Wo ist er? Ja, haben wir sie. Nee, das ist sie gar nicht. Verdammt! Die Community ist weg. Ah ja, hier haben wir sie. Und zwar ist der nächste Wolf. Hoffentlich ein mächtiges Tier. Nö, ist es nicht. Und wir nennen ihn Grimox. Herzlich willkommen, Grimox, in unserer kleinen Tierfamilie. Habe ich es richtig geschrieben? Habe ich richtig geschrieben? Cool. Machen wir einen Haken dran. So. Dann geht's weiter. Der Bär. Hier steppt der Bär. Vielleicht ist ja der durch den Honig ein mächtiges Tier geworden. Nö, auch nicht. Schade. Es klappt einfach nicht. Und das mit den Nachtschattengewächs funktioniert ja auch noch nicht, weil wir die dieses Dungeon von Jebel Sack nicht geschafft haben. Und der Bär heißt jetzt auf Is. AD oder Ofisat oder Office-Ad oder ja. Hupp, wie gesprungen. Und da machen wir auch einen Haken dran. Dann läuft das ja hier langsam. Coole Sache. Fühlt euch wohl bei mir. Ich habe mir überlegt, falls die Purge kommt und ich das mit diesen ganzen Mauern noch nicht geschafft habe. Ich habe ein Video gesehen.
wo erzählt wird, dass die Purge nur dort stattfindet, wo auch tatsächlich gerade das Bett steht. Notfalls baue ich mir hier eine kleine Bude auf, ganz schnell, mit richtigen Ziegelmauern und so ein Scheiß und ein paar Spikes ringsrum. Dann stelle ich hier überall meine Tiere auf, meine Community-Tiere und meine starken Begleiter. Und wir hoffen einfach, dass die nicht hier rangehen an unser wunderschönes viereckiges Gebäude. Eigentlich ist es... Eigentlich müsste es abgerissen werden von der Purge, so scheiße wie das aussieht, aber ich will das ja noch hochbauen, ne? Das soll ja ein riesen Turm werden, der nach oben hin immer spitzer und schmaler wird. So, was wollten wir machen? Den Fahrstuhl. Beutel, du quatschst so viel. Trink mal einen Schluck zwischendurch. Dann isst mal ein Fleischfetzen, genau. Dann isst mal noch ein Fleischfetzen, das tut ihr gut. Und der Fahrstuhl müsste ja bereits fertig sein, da ist er. So, dann ziehen wir uns die Kletterhandschuhe an und die Kletterstiefel. Wie ist immer in der Zeit? 10 Minuten, wunderbar, läuft alles. Nee. Hier die ganzen Hyänenfellsachen habe ich hier auch noch reingetan, die wir bei der letzten Expedition gefunden haben. Also wir haben schon mal gut Sachen vorbereitet. Das heißt, wir haben ordentliche Rüstung, wir haben jetzt auch Hyänenfellrüstung komplett für die Winterlandschaft. Jetzt müssen wir hier bloß gucken, dass hier kein blöder Wolf ist. Lass mal die Dinger anziehen, wartet mal. Hier alles aus, ne? So war das. Den Fahrstuhl habe ich mit, Plattform habe ich. Alles klar, kann losgehen. Und wir machen hier hoch, da ist es kürzer. Ausdauer sparen. Falls hier ein Wolf ist, dass wir gleich hochklettern können. Die Frage ist, muss ich hier unten schon mal eine Grundplattform bauen oder ist das egal? Wir probieren es einfach. Nee, was machst du denn, mein Guter? Das hat doch schon mal geklappt. Komm, streng dich mal ein bisschen an. Was machst du? Warum? Bist heute nicht so gut drauf, hä? Der letzte Ausflug im Taxigurke, der hat ja ein bisschen die Luft genommen. Ist aber auch gemein. Sag mal, was ist denn mit dir? Du bist doch hier das letzte Mal auch ohne Probleme hochgekommen. Da tritt die mir einfach in den Arsch, während ich oben auf dem Felsen stehe und ihr was zeigen will, ne? Kann ja wohl nicht wahr sein. Irgendwie kriegt das gerade nicht hin. Warum? Ja, ich bin doch hier beim letzten Mal auch hochgekommen. Jetzt mache doch mal keinen Mist. Was ist das gemacht? Mache doch mal keinen Mist, Alter. Kann doch wohl nie wahr sein. Du wirst aber mal die Kante klettern können. Da gibt es auch keinen anderen Weg. Ich bin doch das letzte Mal ganz einfach hier hochgeklettert. Nee, will er nicht, der Depp. Und nochmal hier. Irgendwo muss es ja gehen. Kann doch nicht wahr sein. Zur Not stell dich mal kurz hier rein zum Ausruhen. Jetzt wird es natürlich dunkel. Optimale Voraussetzung. Und dieses Abenteuer hier. Naja, Reinhold Messner hat es auch im Dunkeln gepackt, ne? Mache dich jetzt da hoch, verdammt ich noch eins. Er schafft's nicht. Warte mal hier. Hier ist doch wie so eine Kante. Ich sehe auch nicht gerade. Ziemlich ungünstig. Wartet mal, ich habe eine Fackel mit. Leuchten wir uns mal kurz den Weg aus. Huch. Hab ich das denn das letzte Mal gemacht, Leute? Bin doch ganz normal hochgeklettert, oder? Was hat denn der sich jetzt hier so affig? Jetzt, oder? Nee. Er streikt. Warum? Und hier so? Dann probier's nochmal hier. Nö. Irgendwo muss es doch hier eine Lücke geben. Ungünstig. Tja, Leute, dann müssen wir da anders ran an die Geschichte.
Erstmal warten wir, bis es helle wird. Sehe nicht. Oh. Er ist schnell unterwegs gerade. Okay, pass auf. Wir müssen warten, bis es hell ist. Ich glaube, das war auch nicht der Pfeiler, ne? Wo ich das letzte Mal hoch bin. Das war... müsste der gewesen sein. Aber was ist an dem anders? Notfalls mache ich es von oben. Ich renne einfach hier die Treppen hoch, renne da einfach durch. Das ist eine Idee, oder? Brauchen wir auch keine Kletterhandschuhe. Dann tue ich die mal wieder raus aus dem Inventar. Warum auch immer der sich jetzt so komisch hat. Wartet. Ausziehen. Ausziehen. Merkwürdig. Das ist voll merkwürdig, ey. Zack. Da kommen wir jetzt schon hoch. Wir haben doch eine Fackel. Wir rennen da einfach durch die Gegner. Oder wir nehmen unseren Begleiter mit. Hm. Ja, komm. Wer hat Bock von euch? Ist hier eigentlich was fertig? Nee, ist alles Wertheimer Zimmermann. Haben wir ja noch einen Koch? Nee. Dauert also noch ein bisschen, obwohl ich die Zeit schon runtergesetzt habe, ne? In den Einstellungen von 1 auf 0,3. Also es geht quasi, wie sagt man, 7/10 schneller. Oh, was war denn das jetzt? Ist die Fackel kaputt gegangen? Wir haben ja zum Glück genug. Nehmen wir mal eine Fackel. Dann nehmen wir unseren Kumpel mit hoch. Nicht genügend Platz im Inventar. Das Spiel will mich heute ärgern, oder? Ach so, geht nicht. Dann mach's doch so. Meine Fresse. Ach, Pfeile. Scheiß drauf. Ich habe gar keine Pfeile mehr. Mir gerade eingefallen. Aber wir kriegen das schon so hin. Ich habe übrigens mal geguckt, ich habe mit, jemand hatte ja geschrieben, ich soll doch den gehärteten Stahlsperr mit gehärteten Stahl reparieren. Problem ist, das habe ich versucht, aber anscheinend kann ich das noch nicht. Also es ging halt nicht. Oder es ist ein besonderer Sperr, jedenfalls haben da keine Option, dass ich den überhaupt reparieren kann. Mann, ey, dass die Ausdauer immer so niedrig ist. Was macht eigentlich mein Kumpel Janus? Schlägt er nur in die Luft oder schlägt er auch mal den Gegner kaputt? Ja, endlich. Meine Fresse, du. So, was hast du hier? Oh, pass mal auf. Das hier brauchen wir doch nicht mehr. Davon haben wir doch jetzt mittlerweile so viel. Dann nimm den Stahl mit und die Seite. Was haben wir hier? Eisen können wir immer mitnehmen. Ne, ist auch Stahl. Super. Den Rest lassen wir einfach liegen. Wir müssen hier nicht immer jeden Rotz mitnehmen. So, ja, nur sitzt möchte ich aber. Huch. Ich muss aufstoßen. Dass du das ein bisschen besser hinbekommst hier. Gegen 3 wirst du da wohl hinkriegen, oder? Ja, das sieht gut aus. Zack, tot. Dann nehme ich den Arsch hier. Den harten Arschloch. Au. So, Janus macht das. Was hatten die hier? Gekochter, schmackhafter Fisch. Hauen wir uns gleich rein. Heimen wir ein bisschen hoch. So, das nehmen wir mit. Eisenpfanne, Glas. Den Rest lassen wir hier. Rotz. So, kloppen wir noch die 2 Nasen da vorne weg und dann ist gut. Den Bogenschützen zuerst. Okay, Bogenschütze ist down. Janus. Genau, nicht dran vorbei. So, das geformtes Holz ist auch okay.
So, gut. Komm, das nehmen wir auch mit. Dann schwimmen wir ja einmal zur Mitte. Jetzt gucken wir. Schön. Ah, dass es hier keinen Schwefel gibt, ne? Schwimmt eigentlich mein Begleiter auch? Ne, der spawnt dann einfach nur dort wieder, wo ich dann Land unter den Füßen hab. Oh, okay. Das war nicht. Also ich hoffe, dass der spawnt. Ah ja, da ist er. So, jetzt müssen wir hier mal kurz gucken. Hier will ich den Fahrstuhl nicht, da ist ja der Bär. Versteppter Bär, wisst ihr, Leute? Mal kurz hier. Nur keinen Fehler machen, nicht runterklatschen. Na, im Prinzip entweder hier oder noch eins weiter. Hier würde ich das machen, genau. Ja, hier möchte ich es haben. So, dann gucken wir mal, ob das hier geht. Wenn er nicht so rumkaspern würde, wird es wahrscheinlich gehen. Ja, ich würde es gleich noch ein Stück höher. Ich würde ja dann hier einmal eine Treppe bauen, ne? Genau so. Ein Stück rüber. Gib noch ein Stück, ja. Zack. 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 Sieht doch gut aus, oder, Leute? Die Frage ist, können wir jetzt hier noch eins dran setzen? Ne, will er nicht. Warum? Jetzt halt mal hier eins. Jetzt ginge eins drauf. Hier ginge auch noch was. Ist doch schon wieder bescheiden. Kann ich denn den Fahrstuhl einfach dran setzen? Gehen wir das mal. 6. Endgültiger. Warum geht das nicht? Das ist doch schon wieder Mist, Leute. Janis, komm mal dort weg. Komm mal weg dort. Komm. Vielleicht liegt es ja an dir. Ich will hier nicht. Hier will er dran snappen. Hier will er nicht dran snappen. Warum? Woran liegt das? Vielleicht muss ich doch unten noch ein Fundament bauen. Das ist ja jetzt scheiße. Wie mache ich denn das? Ich will den Fahrstuhl hier haben, Leute. Kann doch wohl nicht wahr sein. Vielleicht muss ich den irgendwie, muss ich das ja alles noch stützen. Leute. Warte mal, ich gehe mal hier runter. Was machst du? Was machst denn du nur? Oh Gott, ich bin aufgeregt, Leute. Merkt ihr das? So, wo ist jetzt hier die Struktur? Da drüben. Ey, das ist doch Rotze. Das ist doch alles Rotze. Oh, das ging auf die Gesundheit. Also manchmal ist das Bausystem hier ein bisschen zickig, muss ich mal so sagen. Was ist da jetzt das Problem, außer dass es hässlich ist? Die Frage ist, braucht denn der Fahrstuhl so eine Grundplattform hier unten? Das ist jetzt so ein bisschen, was ich rausfinden muss. Das sieht jedenfalls kacke aus, weil das A nicht parallel ist zur Brücke. So ein bisschen rauskommt. Und B, müssen wir das stützen?
Aber ich meine, wir haben ja dort oben eine stützende Plattform. Warum brauchen wir denn da unbedingt noch eine? Das ist doch Mist, ist das doch. So alles Mist. Vielleicht habt ihr ja ein paar Ideen zu dem Fahrstuhl. Da könnt ihr ja mal was schreiben. Also ich hätte das schon gern so gehabt, dass wir hier einfach ankommen. Wegen mir baue ich auch hier unten eine Plattform. Da habe ich nichts dagegen. Aber dass wir hier einfach ankommen und nach dorthin können und nach dorthin können. Einfach über diese Brücke, die da oben ist. Das muss ich jedenfalls nochmal wegreißen. Das sieht hässlich aus. Ja. Ich hätte es auch, glaube ich, gern in dem mittleren Segment. 1, 2, 3. Ach, keine Ahnung. Das ist jedenfalls scheiße dort. Na gut. Schreibt mal eure Ideen dazu. Geil, guckt mal die ganzen Tiere an. Offiset. Krimox. Die Chris. Panda. Untermeier. Taxigurke. Chutney. Und Insomnieder. So. Also, sorry, Gurke, das war so ein bisschen vom Wochenende noch drin. Okay. Da wird es heute doch eine etwas kürzere Folge, Leute. Ist jetzt hier mal jemand fertig? Warum passiert so nichts? Das steht doch still, oder? Merkwürdig. Ach. Stimmt, es waren nämlich keine Suppen drin. Ich hatte vorhin nochmal schnell Suppen vorbereitet. Na, dann brauche ich mich auch nicht wundern. Das wird der typische Beutelfehl. Hier mal den Fisch wegessen. Na gut, da packe ich jetzt noch schnell die Sachen hier in die Kisten und ärgere mich jetzt, dass das mit dem Fahrstuhl nicht geklappt hat. Warum auch immer. Das müssen wir mal noch rausfinden, warum das so ist. Das ist doch doof. Das ist doch voll doof. So, geformtes Holz hier hinter. Seite hier hin. Ne, Seite hatte ich auch hier, ne? Warum auch immer hier sei. Ach ja, wegen dem Bogen. Ach ja, dazu kam immer noch keine Antwort, was mit diesem Bogen ist. Ich hatte doch diesen krassen Bogen von diesem Fledermausvieh, aber ich kann den halt nicht mit Pfeilen laden. Wartet, ich kann es euch nochmal zeigen. Und würde gern wissen, warum das so ist. Hier, zack. Ich nehme den jetzt rein, versuche hier irgendwie einen Pfeil drauf zu ziehen. Es passiert halt nicht. Könnt ihr ja nochmal, wenn ihr eine Idee habt, auch dazu was schreiben. So, was war jetzt hier noch? Die blöde Eisenpfanne. Die hauen wir jetzt hier rein. Das Ei essen wir schnell. Da regenerierst du dich ein bisschen. Stahlbahnen hauen wir auch alles hier rein. Ja, krass, wie viel Stahlbahnen wir schon haben. Ach ja, und guck, passt auf hier. Wo ist ein gehärteter Stahlbarren? Habe ich jetzt einstecken? Ich will jetzt diesen gehärteten Stahlsperr reparieren, aber es kommt nichts. Hier kommt nur Info oder ablegen. Also hier gibt es nicht die Option, dass ich den reparieren kann. Warum auch immer. So viele Fragen in diesem Spiel, die noch offen sind. Okay. Vielen Dank fürs Reingucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.